Hallo, hier sind wir wieder und ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich Professor König nochmal dahingehend befragen werde, wie das denn mit der Gewichtskorrektur ist, also sowohl nach oben als auch nach unten. Frau Professor König, Mitochondrien verbrennen das, was wir essen, mal tun sie es nicht, deswegen sind die einen schlank und rank, die anderen dick und rund. Was können Sie dazu sagen? Gut, greifen wir mal das Thema auf Gewichtsreduktion, also Abnehmen ganz klassischerweise. Da haben wir in letzter Zeit doch etliche Untersuchungen gemacht und auch Probanden gehabt oder auch aus dem Freundeskreis, die unbedingt abnehmen wollten, weil sie doch etwas leicht über 100 Kilo wiegen und das dringendst machen wollten. Und es wird immer wieder gesagt oder beobachtet, dass natürlich sie innerhalb von 2 Tagen, wenn sie eine Diät anfangen, total kraftlos sind, überhaupt nichts mehr können. So. Und das haben wir analysiert und wir wissen auch, warum es so ist. Das heißt, Sie müssen ja das Fett, was dann mobilisiert wird, weil es ja verbrannt werden muss, muss ja verbrannt werden in den Mitochondrien, so wie Sie es gerade gesagt haben. Wenn die Mitochondrien das aber nicht können, dann kriegen sie kein Fett verbrannt, sie kriegen aber auch keine Energie, weil sie nehmen ja keinen Zucker zu sich. Das heißt, woher soll der Körper dann den Zucker nehmen, Energie nehmen? Das heißt also, Sie können anhand des Profils eigentlich sehen, ob Sie jetzt mit einer strengen Diät überhaupt erfolgreich sind oder ob sie nach 2 Tagen abbrechen, weil sie ganz einfach nichts mehr machen können. Das bedeutet aber ja auch, dass der Körper, wenn er denn keinen Zucker hat und sich selber welchen bauen soll, im Grunde genommen Muskelmasse abbauen muss, um über die Gluconeogenese sich aus dem Quark zu helfen? Ja, nicht unbedingt. Er kann durchaus auch das Fett nehmen, was er mobilisieren muss, aber letztendlich braucht er Energie, braucht er über Zucker, das ist vollkommen richtig. Und ich würde sagen, erstmal ist wichtig zu analysieren, was haben Sie überhaupt für einen Menschen vor sich. Ist es erfolgreich, wenn er jetzt ganz einfach weniger isst oder geht er baden damit, also saft- und kraftlos, wie Sie sagen. Dann müssen Sie erstmal die Mitochondrien aufbauen, damit die überhaupt das Fett verbrennen können. Und dann werden Sie sicherlich zufriedene Kunden haben, also oder Patienten haben, die dann auch abnehmen können. In diesem Fall würde es dann ja um den Komplex 3 mit der Beta-Oxidation der Fettsäuren gehen, der ja, um überhaupt Fettsäuren in die Mitochondrien reinzubekommen, Carnitinbedarf. Das kommt ja normalerweise in Fleisch vor. Der Körper kann es aber auch selber bauen. Er braucht dafür ja Lysin, Methionin und eine ganze Reihe von Kofaktoren wie Vitamin B6, B3, Vitamin C, Eisen und weitere. Wenn ich jetzt nichts esse, muss ich ja aufs Eingemachte zurückgreifen. Also wenn ich mich vorher so ernährt habe, dass diese Mikronährstoffe zwischen ausreichend und mangelhaft waren, dann, ja, sagen Sie? Ja, dann wird es eine Katastrophe. Also wie Sie auch sagen, idealerweise wäre, Sie analysieren über ein Profil. Wie sieht es aus? Dann würde ich jetzt nicht den bioenergetischen Gesundheitsindex nehmen, sondern ich würde entweder den ATP-Leistungstest nehmen oder eventuell den Brennstofftest. Das muss man dann nochmal exakt sehen. Und dann würden Sie eventuell entscheiden, erstmal Carnitin zuzuführen, sagen wir die richtigsten Nährstoffe. Ob das viel besser ist, dann würden wir vielleicht nochmal einen Test machen und dann können die Patienten abnehmen. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass Sie im Labor diese Substanzen dazu titrieren könnten, um zu schauen, was das denn schon für eine Wirkung hat? Auch das können wir, ja, das machen wir schon gezielt. Wenn es verlangt wird, können wir schauen, was ist nützlich. Sicherlich dann erübrigt sich die Wartezeit, ob es funktioniert. Also das heißt, das sehen wir sehr gut und das ist auch zuverlässig, der Test. Nun arbeiten Sie ja in dem Labor mit sogenannten gewaschenen Mitochondrien. Das heißt, Sie sind ja von all dem, was der Mensch sonst so noch mitbringt, befreit. Und das könnte ja einen positiven als auch einen negativen Effekt haben, je nachdem, welche Enzymkaskaden, Entzündungen, immunologische Prozesse zurzeit in diesem Menschen unterwegs sind. Was können Sie dazu noch erklärend beitragen? Gut, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dann werden unsere Zuhörer sicherlich gleich abschalten und uns nicht mehr einschalten. Aber vielleicht ein Beispiel. Also natürlich nehmen wir gewaschene Zellen, das heißt, wir wollen den Einfluss von, ob jetzt einer gerade am Tag vorher Erdnüsse gegessen hat oder was anderes Schlechtes gegessen hat, ausschalten. Wir wollen wirklich analysieren, wie sieht die Zelle aus. Aber Sie haben recht, es gibt manche Einflüsse, hauptsächlich Neurotransmitter, also Stresshormone, die einen Einfluss haben können. Und da darf ich Ihnen vielleicht mal ein Beispiel geben. Ja, gerne doch. Und zwar hat unser Körper, also unsere Zellen, produzieren immer nur so viel Energie, wie sie im Moment brauchen. Sie sind ja nicht dumm, sie verschwenden keine Energie. Also nur das, was sie nötig ist. Und das wird immer in der Zelle erkannt, ob sie genug hat oder nicht genug hat. Wollen wir gar nicht wissen, wie sie das macht, sie macht es ganz einfach.
So, jetzt hat aber unser Körper, unsere Zellen von Urzeiten her einen Mechanismus eingebaut, dass diese Regulation oder diese Abgucken, ob genug Energie da ist, ausschaltet. Das heißt, es wird viel Energie produziert. Wann kommt das vor? Was sind das für Zeichen? Das heißt, wir mussten früher, also wir nicht mehr, aber unsere Vorfahren, mussten zum Beispiel vor einem Löwen weglaufen. Das heißt, sie sehen jetzt auf einmal einen Löwen. Und wenn jetzt der Körper immer wieder guckt, ob er genug Energie hat und dann wieder produziert, abschaltet, dann kommt er vor dem Löwen nie weg. Also ist diese Stresssituation, macht er ganz viel ATP, Energie, also in Form von ATP. So, wenn wir das verbrauchen, er weiß ja, es wird gleich verbraucht. Aber wenn wir eine Stresssituation haben und nicht mehr weglaufen vom Löwen und uns auch nicht bewegen, dann wird auch viel ATP gebildet, viel Energie, die muss dann aber wieder abgebaut werden. Und dieser Abbau produziert ganz, ganz, ganz viele Sauerstoffradikale und ist schädlich. Einmal macht das nichts aus, wenn Sie sich einmal über jemanden aufregen. Aber wenn Sie ständig diesen Stress haben, dann haben Sie ständig diesen Mechanismus. Dann kann ich nur raten, also Stress abbauen, natürlich. Oder nach jedem Stress einmal ums Haus laufen, ja, dass das abgebaut wird. Das ist der Mechanismus. Also reiner Denksport geht also gar nicht. Nein. Ich muss unbedingt ums Haus laufen. Man also muss Energie verwenden und laufen. Also liebe Hörer, Sie haben es mitgekriegt. Denksport ist eine schöne Sportart. Da kann der Schweinehund so richtig mit für Sie eintreten. Aber es reicht nicht. Sie brauchen ein Personal Training. Sie müssen sich in der personalisierten Medizin auch um sich selber kümmern. Und damit müssen Sie so wie Essen und Trinken Ihren Körper auch bewegen. Sie müssen gucken, dass Sie Ihre Stresshormone abbauen können, damit Sie in einen Ausgleich kommen, damit Sie schlafen können, damit Sie in die Regeneration kommen, damit die Zellen sich über Nacht durch Autolyse reinigen können, den ganzen Müll mal rauskehren und am neuen Tag dann, wenn Sie aufstehen, sagen, ja, hier bin ich wieder saft- und kraftvoll. Wo steht die Kiste? Wo ist das Klavier? Ich trage die Noten und Sie in den Tag starten und damit sozusagen ja sagen, so funktioniert's, dafür schlafen da, wir haben uns erholt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf Ihr nächstes Einschalten. Ihr Dr. Wiechert und vielen Dank, Frau Professor König, für Ihre tolle Unterstützung. Bitte.